So Freunde, heute Morgen sind wir aufgebrochen zum Seealpsee. Vorhin noch in Lindau gewesen bis 1 Uhr nachts. Dann 3 Stunden Schlaf und um 4 Uhr ging es dann los. Hier zum Seealpsee. So, zu der Wanderung bis hierher. Man läuft jetzt ca. 30 bis 40 Minuten super steil bergauf. Und das ist vielleicht echt schon das erste Hindernis für den einen oder anderen. Das ist nicht weit zum Laufen, aber der Weg geht so steil, diese Vorstraße hoch. Echt krass. Aber jetzt sind wir gleich beim Seealpsee. Schau ich das an. Kein Wind. Der See ist gerade noch spiegelglatt. Boah, ist das spannend, an so einen Spot zu kommen, den man nicht kennt. Der Berg spiegelt sich schön. Hier sind auch keine Enten auf dem Wasser. Echt ganz gut. Vielleicht machen wir schon das erste Foto hier irgendwo. Hm? Aber es gibt keinen Vordergrund. Okay, wir müssen uns beeilen. Die Sonne kommt gleich hoch. Oh, spannend. Ja. So Leute, die Hauptfotospots sind echt schon belegt von Fotografen oder einfach auch nur Menschen, die den Ort hier gerade genießen. Ist nicht so easy. Jetzt sind wir hier noch ein bisschen hier durch den Wald oder diesen Uferabschnitt gelaufen und haben hier zumindest was gefunden mit einem schönen Vordergrund. Hier hast du so schöne runde Steine, die machen mich an. Also es ist auf jeden Fall schöner als von hinten zu fotografieren, wo einfach nichts im Vordergrund ist. Ja, und jetzt gilt es halt einfach hier irgendwie mit dem Stativ hier eine Bildkomposition zu finden für eine schöne Langzeitbelichtung. Ja, und wenn man sich halt nicht sicher ist, mache ich es echt immer so, Kamera erstmal in die Hand nehmen und durchs Display schauen, bevor ich ein Stativ aufbaue. Das spart mir jetzt Zeit und ich habe nicht viel Zeit, ehrlich gesagt. Es muss hier echt schnell gehen, weil die Sonne schon hochkommt. Dadurch, dass der Vordergrund so verspielt ist und hier Bäume über mir sind, links hier auf der Mini-Insel sind auch Bäume, muss man echt genau arbeiten hier mit der Bildkomposition. Hier sind echt Millimeter, die man hier mit der Kamera ausrichten muss. Und hier denke ich, habe ich jetzt auch ein Querformat, das absolut perfekte Foto für mich zumindest hingekriegt. Die Wasserspiegelung ist perfekt, weil seht ihr, der Gipfel, der spiegelt sich hier in diesem Bereich super gut im Wasser. Weiter vorne, wenn wir jetzt gestanden wären, wäre überall Wind gewesen. Da hast du nichts mehr mit der Spiegelung. Von daher alles richtig gemacht. Boah, schau mal, wie ich geschwitzt habe hier bergauf. War schon anstrengend, aber hat sich voll gelohnt. Unglaublich schön. Leute, ich habe abgeliefert. Bam-Foto, ich freue mich da, denn bin fast ein bisschen demütig, hier zu sein. Wir haben hier einen super Spot gefunden, die Location ist einmalig. Also hier hast du einen wunderschönen Vordergrund, das Ganze nehme ich jetzt im Hochformat auf, diese schönen runden Steine, dazu noch die Spiegelung von dem Gipfel und das Ganze hier mit dem ND-Filter. Ich habe 15 Sekunden hier eingestellt auf eine 8er-Blende und ISO 160. Fokus habe ich auch vorhin schon manuell gesetzt, dass hier nichts schief geht, wenn ich hier die Kamera drehe und rumfummel. Der Fotospot ist gut besucht. Ähnlich wie am Hintersee. An allen Ecken sind die Fotografen, aber es lohnt sich, wie ihr sehen könnt. Es ist echt schön.
auch wieder so ein Fotospot, da hätte ich mir jetzt echt das 14 mm gewünscht, aber ich habe es echt unten im Auto gelassen, weil ich sie nicht hochschleppen wollte. Ich dachte, du machst jetzt hier ein schönes Landschaftsbild, willst in die Ferne fotografieren, aber dass ich mit so einem geilen Vordergrund hier, dass der mich hier erwartet hat, hätte ich nicht gedacht. Unglaublich. Also, wenn er mich fragt, viel schöner noch als am Hintersee, finde ich es hier. Richtig idyllisch. Ihr hört die Kuhglocken vielleicht in der Ferne. Und wenn man hier Glück hat und man hat wenig Wind auf dem Wasser, hat man hier einen Bombenshot. Man muss halt nur im Dunkeln hochlaufen. Das schreckt vielleicht manche ab, aber Leute, oder? Ihr nehmt das Auto. Wie die da drüben. Die fahren nochmal schön hoch. Hier ist eine Tanne links. Hier sind Blätter über mir. Da muss man echt millimetergenau die Kamera einfach ausrichten, dass hier nichts Störendes im Bild drin ist. Das Einzige, was ich mir hier noch wünschen würde, wäre, wenn diese Linienführung des Vordergrundes direkt auf die Bergspitze zuzielt. Aber mei, alles kannst du nicht haben. Aber ich denke, ich habe es hier ganz gut hingekriegt. Wirklich gerade so noch zur richtigen Zeit hier gewesen. Himmel war leicht rötlich. Bergspitzen wurden angeleuchtet und jetzt ist das Thema schon durch. Jetzt ist 6 Uhr früh oder so. Den restlichen Tag verbringen wir jetzt mit Wandern. Wir haben leichtes Gepäck, deswegen habe ich auch kein 14 mm dabei und kein langes Objektiv. Wir werden jetzt hier die Berge einfach noch umwandern. Und heute Nacht ist eigentlich der Plan, oben am Gipfel irgendwo zu schlafen im Schlafsack. Mal schauen, sowas habe ich auch noch nie gemacht, so ohne Zelt, oben im Gebirge. Mal schauen, wie das funktioniert. Hier beim Umrunden von dem Seealpsee ist mir dieser Felsblock oder diese beiden Blöcke hier aufgefallen. Die machen mich ziemlich an, muss ich sagen. Das ist ein schönes Vordergrundelement. Dann hast du die Spiegelung von der Hütte im Wasser und eben dieses Bergmassiv dahinter. Was ich euch mitgeben will, wenn man im Vordergrund irgendwas Größeres hat, wie jetzt diese Felsblöcke, ist es mir zumindest wichtig, dass die sich nicht mit der Uferkante irgendwie schneiden oder mit den schönen Bäumen, mit diesen Tannenbäumen da, die sich so geil im Wasser spiegeln. Das wäre echt schade, wenn ich jetzt mit der Kamera zu niedrig gehe, dann schneidet sich einfach die Baumkronen im Wasser, die Spiegelung mit der Felskante. Das ist nichts. Deswegen würde ich jetzt hier tatsächlich auch die Kamera etwas höher heben. In dem Fall jetzt hier habe ich eine 16er Blende gewählt, damit die Steine schön scharf sind und der Hintergrund auch. Ja, auf einer 2,8er Blende würde es überhaupt keinen Sinn machen, das Bild. Ja, weil ich fokussiere hinten auf die Hütte oder auf die Bäume. Und nicht auf die Steine. Das ist hier nur mein Vordergrund als i-Tüpfelchen im Bild. Und das muss man sich halt echt immer überlegen. Ne? Was willst du eigentlich zeigen? Ist die Hütte dein Hauptmotiv oder ist es der Stein hier? Ne? Da würde ich dann deine Gegend auch hin fokussieren. Nice. Also es gibt massenhaft Fotospots hier. Hier bist du in 2 Stunden noch lang nicht durch. Und zeitgleich habe ich jetzt hier gerade 2 Boote auf dem See beobachtet. Und zwar in dem einen vorderen Boot sind 2 Mädels zu sehen, beide in Brautkleidern. Ich schätze auch, die heiraten jetzt demnächst. Und das Boot, was sie verfolgt, da sitzen Fotografen drin oder eine Fotografin. Und dadurch, dass sie weiße Kleider anhaben, spiegeln die sich so wunderschön auf der Wasseroberfläche. Da kommen echt gute Bilder zustande. Ich glaube, die Fotografin macht da echt einen super Job. Ich habe jetzt hier mal vom Ufer aus auf 70 mm und auch mit etwas mehr Brennweite auch diese Bilder versucht zu machen. Auch Hintergrund Hütte einfach genommen, weil es auch ein Hingucker ist. Aber auch
wirklich auf die Spiegelung geachtet von den Mädels, vor allem wo sie da standen. Das sah jetzt echt ganz geil aus. Aber zu gern wäre ich jetzt in dem Beiboot und hätte diese Bilder gemacht. Aber mei, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man irgendwie so ein Hochzeitsshooting hat mit einem Brautpaar oder zwei Bräuten, die echt aufs Boot stellen lassen, also wenn das eben geht von den Wellen, und solche Bilder machen. Weil wenn die Braut steht oder die Bräute stehen, spiegeln die sich halt nochmal viel schöner im Wasser, weil du hast einfach den Kontrast, das Grün vom Wasser oder das Blau vom Wasser, das Grün von den Bäumen außenrum. Top Fotos. Das ist auch eine geile Idee, die ich jetzt auch für mich selber hier mitnehme, falls ich mal Bräute fotografieren sollte. Ja, und was mache ich hier? Ich fotografiere Steine und die anderen fotografieren hübsche Mädels im Wasser. So ist es halt in der Landschaft. Oh Mann. Wow. Schaut euch mal das Motiv hier an. Sowas habe ich noch nie gesehen. So erhaben hier im Wasser. Es steht halt nur an der falschen Stelle. Da drüben ist Sumpf, da kannst du aus der Position nicht fotografieren. Ist alles Wasser, Moor, keine Ahnung, Schilf. Man müsste hier, wenn man den Berg mit drauf haben will, eigentlich direkt davor stehen. Also hier 2-3 Meter eigentlich davor. Mit dem Stativ auch möglichst hoch, glaube ich tatsächlich, dass es im Wasser bleibt und sich nicht schneidet mit der Kante. Und jetzt ist es halt so, ne? Wenn man ein gutes Bild machen will, muss man Opfer bringen. Ich habe zwar jetzt hier Wandermontur an, Wanderstiefel, Wandersocken, aber ich glaube, ich muss da jetzt rein. Ich muss das Bild einfach machen und wenn ich was in den Kopf setze, ziehe ich durch. Ja, wird. Oh, hast du einen Fisch gesehen? Will ich jetzt wirklich reingehen? Da war jetzt gar nicht so klein. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das Bild im Hochformat mache. Ah, ich drehe es mal um. Und was jetzt auch ein bisschen doof wird, vor allem danach, das Stativ wird dann tropfen auf der ganzen Wanderung, die uns jetzt eigentlich noch bevorsteht. Und ihr merkt ja auch vorhin, kurz nach dem Sonnenaufgang, sagte ich, das war jetzt das letzte Bild vorne an der Felskante da. Seitdem habe ich schon 50 Bilder oder so gemacht. Es ist dann doch nicht dabei geblieben beim letzten Foto. Man könnte vielleicht auch unten durch fotografieren. Oh, es ist geil. Mal schauen, wenn man höher geht, wird es dann besser. Aber ich denke, das ist es. Ich denke, ich habe mein Motiv hier gefunden. Ich fokussiere auf die Wurzel. Schließe die Blende noch ein bisschen. Baller ab und das war's, Leute. Und es geht auch in dem Fall echt nur im Hochformat, weil sonst habe ich die Leute am Ufer links drauf. Die Wolken brennen da hinten aus, hier muss ein bisschen dunkler werden. Ein Ochs und eine Kuh, passt doch gut, oder? Hammer's, Leute. Ich glaube, das war jetzt endgültig das letzte Bild hier am Seealpsee. Glaubt mir, hier hat man den ganzen Tag echt die Möglichkeit, gute Bilder zu machen. Und ich überlege gerade auch echt, ob das sich immer lohnt, einen Workshop für Leute zu machen, die einfach Bock haben auf Fotografie, die den ganzen Tag frühmorgens fotografieren wollen. Mittags machen wir Bildbearbeitung, vielleicht hier im Hotel. Am Abend Sonnenuntergang hier fotografieren und vielleicht in der Nacht sogar Sterne. Das wäre eigentlich schon die volle Packung. Wow, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr da Bock drauf habt. Vielleicht erstelle ich da ein Konzept. Vielleicht auch nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, keine Ahnung. Aber es lohnt sich hier. Es ist geil. Ich bin mega glücklich gerade. Vormittag am Seealpsee beenden wir jetzt hier mit einer kleinen 2-Stunden-Wanderung nochmal hoch zu dieser Escherhütte. Das ist auch ein mögliches Fotomotiv für heute Nacht zum Beispiel oder morgen für Sonnenaufgang. Schauen wir uns das mal an. Auch hier der Weg hoch ist mega anstrengend. Ich glaube, es gibt auch eine Seilbahn, aber
wir haben es jetzt erstmal gespart. 2 Stunden ist man ungefähr hier unterwegs. Oder 1¾.